Sein Tod schockiert das ganze Land. Der 20-jährige Philippos wird vor 10 Tagen in Bad Oeynhausen zu Tode geprügelt. Der mutmaßliche Täter, ein 18-jähriger Syrer. Jetzt debattiert auch der Bundestag über den Fall. Die CDU fordert, dass Heranwachsende künftig nach Erwachsenenstrafrecht belangt werden. Christian Benz mit Stimmen aus NRW. Sein Sohn Philippos ist tot. Der 20-Jährige wurde in Bad Oeynhausen angegriffen. Der Täter schlägt so heftig zu, dass das Opfer wenige Tage später seinen Verletzungen im Krankenhaus erliegt. Der Vater fordert härtere Strafen. Die Gesetzgebung muss sich ändern. Die Gesetze müssen sich ändern, weil es gibt nicht nur unser Kind, dass sowas passiert ist, sondern es sind andere Mütter, die andere auch ihre Kinder von sowas verloren haben. Dass er eine harte Strafe für den Tod seines Sohns fordert, ist für Außenstehende nachzuvollziehen. Doch über Strafen und deren Auslegung diskutiert mittlerweile auch die Politik. Wieder einmal. In Deutschland wird das Erwachsenenstrafrecht grundsätzlich ab dem 21. Lebensjahr angewendet. 18 bis einschließlich 20-Jährige gelten als Heranwachsende. Hier können Richter flexibel entscheiden, ob Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht eingesetzt wird. Grundlage ist der Entwicklungsstand des Beschuldigten. Der Innenminister von NRW will, dass pauschal ab dem 18. Lebensjahr jeder Täter nach dem Erwachsenenstrafrecht verurteilt wird. Ich finde, wir müssen darüber nachdenken, wenn junge Leute früher Wahlrecht haben, also früher in der Lage sind, politische und gesellschaftliche Prozesse zu bewerten, dann müssen wir auch darüber nachdenken, ob wir die jungen Leute, wenn sie straffällig werden, nicht auch früher zur Rechenschaft ziehen. Und ein irres Beispiel ist, dass Leute, die von 18 bis 21 eigentlich nach dem Erwachsenenstrafrecht bestraft werden müssen und nur in Ausnahmefällen das Jugendstrafrecht geht, heute an den Gerichten ist es in der Regel das Jugendstrafrecht und ich verstehe das nicht. Ich finde, da muss man nachdenken, notfalls muss man das gesetzlich nachschärfen. Der Fraktionsvorsitzende der Union kritisiert die Bundesregierung für ihre Migrationspolitik, macht die indirekt mitverantwortlich. Und auch die Bundesinnenministerin habe nach der Tat falsch gehandelt, so Merz. Hören Sie endlich auf, die Probleme in unserem Lande zu beschönigen. Hören Sie auf, von Einzelfällen zu sprechen oder, wie die Bundesinnenministerin sich zitieren lässt, von nicht gelungener sozialer Integration. Sogar der SPD-Generalsekretär kritisiert seine Parteigenossin Faeser öffentlich. Sie habe nach dem Vorfall in Bad Oeynhausen zu viel über die Perspektive des Täters und zu wenig über die des Opfers und der Hinterbliebenen gesprochen. Ja, wir haben im Beitrag gerade gehört, was der NRW-Innenminister zur Anwendung des Erwachsenenstrafrechts sagt, ein CDU-Mann. Anders sieht das sein Kollege, der Justizminister des Landes, ein Grüner. Mein Kollege Christian Benz hat mit ihm gesprochen. Herr Limbach, der Täter in Bad Oeynhausen wurde heute vor einer Woche festgenommen. Wir wollen mit Ihnen jetzt nicht über die Tat an sich sprechen. Es wird aber über das Erwachsenenstrafrecht diskutiert. Es gibt CDU-Politiker, die fordern, dass das nicht erst ab 21 Jahren, sondern auch bei 18-Jährigen schon angewendet wird. Wie stehen Sie dazu? Ich kann verstehen, dass vor dem Hintergrund dieser entsetzlichen Tat diese Diskussion wieder aufgebrochen ist. Wichtig ist mir zu betonen, Erwachsenenstrafrecht kann schon jetzt bei 18-Jährigen angewandt werden. Darüber entscheiden unsere Gerichte in Unabhängigkeit und sie müssen auf die Reifeentwicklung des jeweiligen Täters schauen. Worauf kommt das dann an? Sie sprechen von einer Reifeentwicklung eines Täters. Worauf kommt das an und warum sind Sie nicht pauschal dafür, dass man sagt, auch bei 18-Jährigen schon Erwachsenenstrafrecht anzuwenden? Das, was wir über die Reifeprozesse von Jugendlichen und jungen Erwachsenen wissen, macht uns deutlich, dass es eine Phase des Übergangs gibt, in der wir genau hingucken müssen, ob die Person, die wir vor Gericht stellen, schon die Reife eines Erwachsenen hat oder noch nicht. Wichtig ist aber, bei schweren Straftaten ist sowohl nach Jugendstrafrecht wie auch nach Erwachsenenstrafrecht auch schwere Strafen möglich. Strafen sollen im Idealfall ja auch eine abschreckende Wirkung haben. Junge Menschen, die zum ersten Mal mit dem deutschen Rechtsstaat in Berührung kommen, sollen wissen, dass sie hier nicht machen können, was sie wollen. Auch das sagen CDU-Politiker. Inwiefern stimmen Sie dazu? Also, wichtig ist das Jugendstrafrecht, das wir bei den 14- bis 17-Jährigen anwenden, ist auch vom Erziehungsgedanken geleitet. Entscheidend ist aber auch, dass auch schwere Strafen möglich sind für solche Jugendlichen. Und bei denen, die zwischen 18 und 20 Jahre alt sind, müssen wir genauer hingucken, wie der Reifeprozess bei ihnen gelaufen ist, um zu gucken, was die richtigen Maßnahmen sind. Aber auch da wird immer entscheidend sein, auf schwere Taten können schwere Strafen folgen. Herr Limbach, vielen Dank für das Gespräch.